Hab ich auch gespielt. Boah. Boah, da müsst ihr jetzt gucken. Das habe ich sogar nicht stehen. Okay, nicht da, wo ich hätte. Ah, da oben ist es. Ich weiß immer nicht, welche Version das ist. Ich habe da oben tatsächlich noch den. Das Grundspiel habe ich da oben noch stehen. Auf dem Schrank. Aber da müsste ich jetzt da hoch. Mir einen Stuhl holen und so. Aber wie gesagt, da war ich 17, 18, 16 so rum. Da haben wir das gespielt, viel. So, wie viele Blöcke habe ich denn jetzt noch? Reicht das? Ja, doch reicht. Also 4 Blöcke brauche ich für den Alloy-Smelter. Und dann muss ich noch den das Item-Ding haben. Ein Chassis, 3 Furnaces und Coil und Boyano. Das ist ja frech. 3 Furnaces. 1, 2, 3. Und dann noch die Blöcke. Undertale. Okay. Ja, das sind so Sachen, die kenne ich dann tatsächlich nicht mehr. Dann habe ich irgendwann mit MMOs angefangen. Weil die ganzen Leute, die, mit denen ich damals DSA und so gespielt habe, die haben dann, ich sag's wie es ist, WoW angefangen. Und dann ging die MMO-Zeit los. Weil ich dann, ich sag mal, 10 Jahre bestimmt MMOs gespielt habe. So, da ist der Alloy-Smelter gleich auch fertig. Mein Gott, richtig was geschafft heute. Da muss ich aber gleich noch die Item-Ducts haben. Item-Duct. Da brauche ich Tin, ne? Natürlich brauche ich Tin. Wo erstmal wieder schlafen angesagt hier. Schlafen! In Ohre. Ich habe noch Kupfer da dran, ne? Ist natürlich doof. Raus damit. Ach, das ist. Nein, da sind die Schrecken, Kids. Nein! Verdammt! Naja, dann sind wir drei Kupfer verschwendet. Warum auch nicht? Wir haben es ja. Schön, dass das Tin so schnell schmilzt, ne? So, Zinn. Ja, mein Gott, was ist denn los jetzt? Habe ich erstmal Nissan verliere? Mein Gott. So. So, so. Und den Alloy-Schmelz. Was hat
hat denn jetzt noch gefehlt? Ach, die Glocke. Genau, ich wollte schon sagen, was hat denn jetzt gefehlt? Alloy-Schmelter. Zack. Sehr geil. So. Dann den dazwischen gekloppt. Da raus. Da rein. Und dann brauchen wir eigentlich noch ein Servo für eine Kiste. Einen Hopper will ich eigentlich auch noch bauen. Da haben wir noch ein Eisen hier drin, ein Block, das ist gut. Eine Servo brauche ich jetzt noch, eine Kiste und einen Hopper will ich haben. Und dann kann ich die ganzen Erze mal da rein knüppeln, dass sie verarbeitet werden. So, und dann nächsten Stream werde ich auf jeden Fall das Haus weiterbauen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was für Steine ich nehme. Mal schauen. Und ich könnte auch zwei Servos einfach nehmen. Ja, warum denn nicht? Ja, sowieso zwei. So, was brauchen wir jetzt nochmal für? Tin, Eisen, Redstone. Tin, Eisen, Redstone und ein Glas. Tin, Redstone, Eisen und ein Glas. So. Wäre jetzt, das ist aber uncool, das will ich nicht. Bräuchte eine Wrench. Eine Wrench. Reicht jeder Wrench eigentlich am Bauen? Electrical Steel? Könnte ich theoretisch tatsächlich. Kohlepowder, Silikon und Eisen. Kohle. Ich wollte gerade sagen, was macht das denn jetzt Sinn? Bibi! So, das war's. So, jetzt machen wir Electrical Steel. Dann brauche ich noch das Gear nochmal, ein Eisen, ein bisschen Kobbel und Sticks. So. Dann die drei Electrical Steel, dann haben wir die Jetta Wrench. Kann ich dir zeigen. Und zwar, mit den Grundstücken sieht das so aus. Man hat, erstmal muss man hier so ein Team machen. So, das ist jetzt mein Team, klar. Und man hat hier Claim Chunks. Also ich kann jetzt zum Beispiel mein Gebiet erweitern. So, das heißt, da wo dein geclaimtes Gebiet ist, kann keiner bauen, sowie kann auch nicht abbauen. Das ist jetzt mein Gebiet, im Prinzip. Mein geclaimtes.
Und der Spawn ist zum Beispiel direkt hier links. Da ist auch ein geclaimtes Gebiet. Das sieht man auch bei oben auf der Minimap. Sieht man das? Im Norden. Genau. Da ist der Spawn. Und ja, und es gibt halt noch andere, die. Ah, da sieht man es auch hier. Ah, ne, das ist JC Mai KHH ist das. Ist genau nördlich von mir. Ich habe hier mein Gebiet halt. Könnte ich eigentlich mal vergrößern. Ich werde ja sowieso ein bisschen größer bauen. Ah, da komme ich schon gar nicht mehr hin. Okay. Ach so. So weiter kann, also mehr kann ich gar nicht, okay. Ach so, man kann nur 100, okay. Ja, dann habe ich jetzt 99, ja, passt ja. So. Weiß ich nicht, Claim, wie das dann funktioniert. Da müsste der Panzer Cerberus was zu sagen. Wenn man 16 ist, kann man mitspielen, ja. Wenn man sich, genau, vorher registriert auf kriecherkraft.net. Unten in der, steht bei mir in der Dingens dran. In der, als Community. Die Seite. Und wenn man sich da registriert hat, dann kann man bei sich im Benutzerzentrum, sage ich jetzt mal, bei den Benutzergruppen sich für den Server bewerben. Und dann kann man halt mitspielen, wenn man angenommen wird. So, die Ether-Wrench habe ich auch schon mal. Das ist schon mal sehr gut. So, dann kommt hier eine Kiste drauf und hier eine Kiste drauf. Ja, so nicht. So, jetzt kommt da eine Servo rein und hier eine Servo rein. Dann kommt da oben hin Push. Dann kommt hier Furnace natürlich. Der wird ohne, der wird auch ohne. So, dann kommt hier oben noch Pull rein. Und ab geht's. Kennt jemand den Namen von den Platten, dass man die Fenster vom ME-System als kompletten Block hat? Okay. Ja, Discord habe ich auch persönlich, aber TS ist halt auf dem Server auch installiert. Jetzt kann ich mal ein paar Erze da reinknüppeln. Silber zum Beispiel, Aluminium, Nickel, das. Das war's auch schon im Prinzip. Aber das ist ja egal. Pascal Sarah, danke für den Follow. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert und dann werde ich auch langsam Schicht machen. Also Discord persönlich habe ich Discord auch. Das dauert ein bisschen bei den. Ja, Item Ducts, die sind relativ langsam tatsächlich. Aber es funktioniert so, wie es aussieht. Das freut mich. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, mal die automatisierte Erzverarbeitung im Prinzip auch schon. Dort ist halt ein Vorteil, da es umsonst ist. Du kannst eigene Server erstellen. Im Endeffekt hast du genau dieselben, ja, ich sag mal, Einstellungsmöglichkeiten wie beim TS und ist halt umsonst. Das ist halt
Und kann sich jeder mal kurz draufziehen. Ob es auf Handy, ob auf PC oder sonst wo. Schnell Discord draufgeknüppelt und gut ist. Das ist halt der Vorteil daran. So. Ja, schon wieder wenigstens schon einiges geschafft hier. Das ist doch schon mal was wert. Warum ist denn da noch Platinum dann? Achso, als Nebenprodukt wahrscheinlich. Das läuft. Ja, einiges geschafft auf jeden Fall. Stahlproduktion, Strom, Presse, Erzverarbeitung. Tools ein bisschen aufgewertet. Läuft. Ja, Immersive werde ich einiges machen hier wahrscheinlich. Also ein bisschen mehr. Gut, aber wie gesagt, ich muss jetzt gleich meinen Sohn abholen. Deswegen muss ich jetzt leider auch Ende machen. Der muss in 4 Uhr abgeholt werden. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, ich bedanke mich für die ganzen Follows von euch. Wie gesagt, ich streame meistens abends, mittags, eigentlich nur, wenn ich frei habe. Das ist heute halt mal gewesen, weil ich Samstag gearbeitet habe, dass ich heute mal frei hatte. Ansonsten ist es eigentlich eher so auf den Abend gelegt. Meistens so gegen 8 Uhr. Ja, jetzt die Woche eher so gegen 9, weil ich Spätschicht habe. Ich streame aber fast jeden Abend eigentlich. Kann ich schon mal so sagen. Verschiedene Sachen. Es gibt dann halt. Gibt halt viel PUBG streame ich. Dann XCOM momentan. Dann War of the Chosen DLC. Minecraft. Serplands. Golf Age spielen wir auch zwischendurch mal. Dann wird bald, wenn Destiny 2 auf PC erscheint, Destiny 2 auch kommen. Total War Warhammer 2 wird wahrscheinlich auch kommen, sobald es da ist. Stellaris wird auch manchmal gestreamt. Ja, ist halt facettenreich, sag ich mal. Gibt halt mehrere Sachen, die ich streame. Ist auch immer so lustabhängig, kommt immer drauf an. Aber wie gesagt, ich bedanke mich für die ganzen Follows. Benjo, Benito, danke ich dann auch nochmal persönlich. Danke für den Follow. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch. Wer heute Abend natürlich zuschauen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Wenn wir streamen. Und wie gesagt, allen anderen einen schönen Tag. Genau, alles andere, was noch im September und Oktober rauskommt, Askinius, hast recht. Und treibt ihr nicht so bunt und so wild. Bis demnächst. Ciao.